Ja, wenn der Stürmer zwei Tore macht, dann hat er alles richtig gemacht, hat gut gespielt, hat sich für die Mannschaft aufgerieben, so wie es sein soll. Aber es haben alle anderen, die auf dem Feld waren, auch getan. Und ich glaube, Paloma hatte im ganzen Spiel nicht eine richtige Torchance. Insofern kann ich meinen Jungs, wenn ich was vorwerfen kann, nur eins, und zwar, dass wir ihm halt zu viele Chancen ausgelassen haben. Aber ansonsten, gutes Spiel von uns. Wichtig, dass wir hier auch so überzeugend gewonnen haben. Und freuen uns auch auf nächste Woche dann in Pinneberg. Ich finde, wir haben zwischen der 5. und 87. Minute haben wir ganz gut gegen den Ball gearbeitet und gut verteidigt, haben eine Chance, eine Großchance BU zugelassen, mehr haben wir denen nicht zugestanden. Das war in Ordnung. Im Spiel nach vorne haben wir allerdings so gut wie gar nicht stattgefunden, waren eigentlich da überhaupt nicht torgefährlich. Das war das, was wir nicht gut gemacht haben. Letztendlich natürlich dann auch die Fehler, die zu den beiden Gegentoren führten. Sind Dinge, die uns da nicht passieren dürfen, wenn wir im Abstiegskampf sind. Da müssen wir konzentrierter sein und das dann besser verteidigen. Dann können wir hier heute sogar mit einem Punkt nach Hause gehen. So ist es eine Niederlage, die wahrscheinlich auch nicht unverdient ist, weil BU halt dann den deutlich cleverer war. Wir haben noch richtig schwere Spiele. Also von Süderelbe angefangen bis Dassendorf, bis Wiki, bei Condor, bei Concordia. Wir haben noch ein richtig schönes Programm, da freuen wir uns auch drauf. Und schauen dann mal, was am Ende dabei rauskommt. Auch heute gab es ein paar Dinge, die wir positiv mitnehmen können in die nächste Trainingswoche. Das Spiel gegen Kurslack ist auch noch in den Köpfen, wo wir auch Dinge richtig und gut gemacht haben. Und wenn wir es jetzt gegen Guggenbergen am nächsten Sonntag bei uns auf der Anlage wieder umsetzen, können wir da 3 Punkte holen. Und das ist unser Ziel. Und dann müssen wir halt sehen, wie es in den nächsten Wochen weiterläuft. Wir müssen sehen, dass wir punkten und dann schauen, dass, was am Ende dabei für uns rauskommt. Wir haben es ja leider nicht mehr in der eigenen Hand. Wir sind darauf angewiesen, unsere Hausaufgaben zu machen. Und das gehen wir so an.